Mut zum Hören auf das, was du uns sagst. Wir danken dir, dass du es mit uns wagst. Ergib uns Mut zum Dienen, wo's heute nötig ist. Wir danken dass du dann bei uns bist. Herr, gib uns Mut zur Stille, zum Schweigen und zum Ruhen. Wir danken dir, du willst uns Gutes tun. Herr, gib uns Mut zum Glauben an dich, den einen Wir danken dir, denn du bist uns nicht fern. Herr, gib mir Mut, auf dein Wort zu hören und danach zu leben. Mut brauche ich tatsächlich, denn deine Worte konfrontieren mich zuweilen mit unbequemen Gedanken. Im Evangelium heute heißt es, du hast in den Dörfern gelehrt und dann kam die Frage auf, sind es nur wenige, die gerettet werden? Scheinbar hast du also vom ewigen Leben gesprochen und auch von der ewigen Strafe. Sonst wäre ja diese Frage nicht aufgekommen, sonst würde die Frage auch nicht so pessimistisch und so ängstlich klingen, sind es nur wenige, die gerettet werden? Was hast du denen erzählt, Jesus? Diese Frage bewegt mich auch. Einerseits glaube ich, dass du gekommen bist, um alle Menschen zu erlösen aus Schuld und Tod. Das ist der absolute Grund deines Kommens, deine Liebe zu uns. Auf der anderen Seite warnst du aber auch sehr ernst vor den Folgen eines gottlosen Lebens. Dann höre ich auch immer wieder die Mahnungen deiner Mutter in Lourdes, in Fatima, in Medjugorje. Immer wieder bittet sie darum, dass wir umkehren und Buße tun sollen. Die Lage ist dramatisch. Muss ich also Angst um mein ewiges Heil haben? Muss ich Angst haben, in die Hölle zu kommen? Als Jugendlicher hatte ich mir den Satz eingeprägt, ich glaube, dass es eine Hölle gibt, aber ich hoffe, sie ist leer. Inzwischen kann ich das nicht mehr so beiläufig sagen, Herr. Du weißt, ich wurde schon öfter von Jugendlichen gefragt, ob es sowas wie eine Hölle überhaupt gibt. Und ich antworte dann immer so, ja, ich glaube, dass es eine Hölle gibt, denn die Freiheit des Menschen und die Freiheit Gottes verlangen das. Denn niemand wird in den Himmel gezwungen. Wer sich gegen Gott entscheidet oder wirklich auch ein gottloses Leben geführt hat und nicht bei Gott sein will, der muss nicht in den Himmel. Der bleibt in der Gottesferne. Und das nennen wir Hölle. Wer in den Himmel will, aber vielleicht nach dem Tod noch nicht bereit ist, der wird gereinigt im Feuer der Liebe Gottes, im sogenannten Fegefeuer. Und dann kommt die ewige Freude. Man kann es also so würde ich es sagen, auf diese Formel zusammenfassen, niemand wird in den Himmel gezwungen und niemand kommt aus Versehen in die Hölle. Herr, das Thema bleibt aber ernst für mich und vielleicht auch für alle, die das jetzt hier hören. Es beschäftigt mich immer wieder. Und es gibt da so zwei unterschiedliche Glaubenshaltungen. Einmal geht es um die Barmherzigkeit. Ich beginne mein Leben als Christ mit dem Geschenk der Erlösung und ich habe die Aufgabe, dieses Geschenk zu bewahren. Das wird auch in der Taufe gesagt, wenn man als Kind das Taufkleid angezogen bekommt. Bewahre dir diese Würde für das ewige Leben.
Es gibt aber auch noch so eine zweite Glaubenshaltung und da steht der Gedanke der Gerechtigkeit im Vordergrund. Ich muss mich sehr bemühen, um durch dieses Leben ins ewige Leben zu kommen, denn Gott bestraft die, die Unrecht getan haben. Und es ist ja auch nicht ganz falsch, denn du sagst es ja selbst in dem Evangelium heute, die Unrecht getan haben, kommen nicht durch die enge Tür. Diese beiden Glaubenshaltungen erinnern mich an zwei Lehrer, die am Anfang des Schuljahres ihre Schüler motivieren wollen. Der eine Lehrer sagt zu seinen Schülern, ihr steht alle grundsätzlich auf 1 und ihr habt die Aufgabe, in diesem Schuljahr eure 1 zu behalten. Der andere hingegen sagt, ihr steht alle auf 6 und ihr habt die Aufgabe, euch zur 1 hochzuarbeiten. Beide Haltungen finde ich bei dir, Herr, wenn ich das so sehe, was du im Evangelium auch sagst. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr denke ich, dass beide Ansätze ihre Berechtigung haben und für mich auch richtig sind, je nach meiner Lebenssituation. Herr, du sagst, bemühe dich mit allen Kräften durch die enge Tür in den Himmel zu gelangen. Und du sagst auch, dass es viele versuchen werden, es ihnen aber nicht gelingen wird. Es zählt also nicht bloß der gute Wille, sondern die Tat. Herr, und genau dieser Gedanke hilft mir, wenn ich träge werde oder wenn ich faule Kompromisse schließe und in der Gefahr bin, dich zu vergessen. Dann ist diese Warnung für mich eine Hilfe, das Böse zu meiden. Der Gedanke an die ewige Strafe, dass es wirklich auch daneben gehen kann, dieser Gedanke hat sicher schon den ein oder anderen zurück auf den richtigen Weg geführt. Weil manchmal verstehen wir Menschen eben auch nur diese Sprache. Aber der zweite Glaubensansatz ist genauso wichtig, wenn nicht sogar noch wichtiger. Wenn ich nämlich gefallen bin und trotz meiner Versuche es nicht geschafft habe, in Gedanken, Worten und Werken deinem Willen zu entsprechen, dann hilft mir deine Barmherzigkeit. Ich denke an den Verbrecher, der neben dir gekreuzigt wurde. Du warst mit ihm so großzügig, obwohl er so viel Böses getan hat. Und dann kann ich davon ausgehen, dass gerade in meiner Schwachheit du da bist. Und das ist ein großer Trost für mich, dass du dich nicht von mir abwendest, dass du mich nicht beleidigt wegstößt, sondern mich ermutigst, deine Liebe, deine Vergebung anzunehmen. Petrus sagte einmal zu dir, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Du hast gesagt, fürchte dich nicht. Der Gedanke an deine barmherzige Liebe ist für mich eine große Erleichterung und eine Motivation auf dem Weg der Nachfolge. Herr, und somit haben beide Ansätze ihre Berechtigung. Die Warnung vor dem, was passieren kann, wenn ich ohne dich lebe, wenn ich deine Gebote missachte, aber auch die Ermutigung, wenn ich gefallen bin, wenn ich schwach bin. Denn dann, Herr, ist deine Barmherzigkeit umso größer. Ich danke dir, Jesus, dass ich dir vertrauen kann und dass du es gut mit mir meinst. Ich will dein Wort ernst nehmen. Ich will mich bemühen, gut zu sein und gute Früchte hervorzubringen. Ich will aber auch ohne Angst leben, dass du mich wegstoßen könntest. Die Botschaft deiner barmherzigen Liebe hilft mir. Danke dafür. Herr, und ich bitte dich für alle, deren Glaube mit Angst vergiftet wurde, die deiner Güte nicht vertrauen können, die als Kinder nur etwas von einem Gott gehört haben, der sie beobachtet und kontrolliert. Ich bitte dich für all diese Menschen, löse sie von der Angst und hilf ihnen, dass sie dir als geliebte Kinder entgegengehen, in großem Vertrauen. Ich bitte dich aber auch für alle, die dein Wort leichtfertig überhören, sich in falscher Sicherheit von dir meinen und somit sich von dir entfernen, Herr. Gib ihnen auch die nötige Motivation und rüttle sie wach, wenn ihre Herzen müde und träge geworden sind. Herr, gib uns Mut, auf dich zu hören und dir in Freiheit und Liebe zu folgen.
Amen.